Hallo und herzlich willkommen bei Karnes on the Road. Wir sind mal wieder bei der Firma Dami Wohn- und Schlafsysteme in Engern. Heute aber in Sachen Hund, weil künftig fertigt das Unternehmen auf Maß hervorragende Hundebetten. Dazu spreche ich mit dem Firmeninhaber Herr Schlichter, der uns jetzt genau erklärt, was denn den Unterschied ausmacht. Ja, der Unterschied bei den Hundebetten ist natürlich immer im Schaumstoffbereich. Also viele haben zum Beispiel einfach nur eine Füllung aus irgendwelchen Polyesterkügelchen oder so, dass man überhaupt irgendeine Art Kissen hinbekommt. Oder manche nehmen auch einfach nur preiswerte Schaumstoffe, ziemlich dünn, gering vom Raumgewicht her. Schwere Hunde haben da eigentlich gar keine Möglichkeit, da zu liegen. Wir haben hier zum Beispiel einen hochwertigen 35er Schaumstoff, einen PU-Schaumstoff und oben drauf ein druckentlastendes Gel. Das ist wie bei uns Menschen auch. Wir wollen auch druckentlastend liegen. In Krankenhäusern liegen wir druckentlastend, damit die Knochen entspannter werden. Und bei Hunden ist es genauso. Und deswegen auch dieses Gel obendrauf. Das sorgt dafür, dass bei Hunden, bei zum Beispiel, ich weiß nicht, Arthrose haben ja sicherlich die Hunde auch, so eine Krankheit. Auf jeden Fall haben sie das, und, ja. Der Hund liegt auf diesem Bett deutlich besser entspannter als auf einem normalen, harten Schaumstoff. Das heißt, auf lange Sicht wirkt man natürlich auch Hundekrankheiten vor. Im Alter gibt es viele Hunde, die erkranken an Spondylose, das ist eine Wirbelsäuleerkrankung. Dem kann man vorbeugen, wenn man schon dem jungen Hund einen guten Schlaf ermöglicht. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe das Wort Krankenhaus gehört, wir reden hier also somit von orthopädischen Hundebetten. Genau, orthopädischen Hundebetten. Genau, und das ist die Druckentlastung. Die können wir künftig auf Maß hier anfordern, egal in welcher Form, in welcher Höhe, mit welchem Bezug, genau. Ganz nach Kundenwunsch. Genau, ich würde auf jeden Fall, wenn man jetzt einen schweren Hund hat, ja. Ich weiß jetzt nicht, einen Labrador oder zum Beispiel einen Rottweiler, da würde ich auf jeden Fall das untere Material noch mal höher nehmen, insgesamt, dass wir vielleicht auf 10, 12 cm Höhe kommen, damit der Hund auch vernünftig einsinken kann. Ja, das haben wir ja jetzt für uns speziell nur in dieser Höhe gewünscht, weil wir es eben nicht fürs Haus, sondern fürs Wohnmobil haben wollen. Und dort muss es ja exakt auf Maß gemacht werden. In unserem Fall, werden wir euch später alle zeigen, wird ein Bett unter unserem Tisch liegen und eins zwischen Fahrer und Beifahrer. Deswegen konnten wir es nicht höher machen, weil man sonst eben die Stühle nicht mehr drehen kann. Genau. Aber es ist eine ganz tolle Sache, dass man es eben je nach Hundegewicht auch anpassen kann. Ja. Ja, ein Dackel braucht kein so hohes Bett wie jetzt ein Herdenschutzhund mit 60 Kilo oder mehr. Ah, die Bezüge, genau. In unserem Fall haben wir uns jetzt entschieden für einen ganz, ganz hochwertigen Kunstlederbezug. Das ist, der hat 250.000 Scheuertouren. Das ist ein kratzfester Bezug. Also man kann den, da passiert nichts mit dem Schlüssel, ne? Das sind 250.000 Scheuertouren, so dass auch ein Hund mit den Tatzen, mit den Pfoten, das sage ich mal, nicht zerkratzen kann. Es ist auch wasserundurchlässig. Also wenn eine Hündin mal doch undicht sein sollte, sage ich mal. Ja, sind sie ja gerne, wenn genau. Sie sich freuen. Und dafür ist auch einfach nur abwischen und fertig. Also ein sehr hochwertiges Kunstleder. Auch klasse bei schlechtem Wetter. Die kommen rein, die schütteln sich und schmeißen sich sofort auf ihr Bett. Und je nachdem, welcher Bezug, landet der sonst sofort wieder in der Waschmaschine. Hier gehe ich einfach mit einem feuchten Tuch drüber und gut ist. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, es ist ja nicht nur oben das Kunstleder, wenn ich hier jetzt drunter fahre, das ist ein ganz weiches Material und auch ganz kuschelig warm. Also ich denke, das ist auch noch mal von Vorteil. Das ist also, bei Leder denkt man ja oft an ein kaltes Material. Aber wenn ich das hier anfasse, ist das genau, ein sehr warmes, weiches Material. Das ist der Unterstoff. Es gibt immer einen Oberstoff und einen Unterstoff. Wenn der Unterstoff genauso oder dünner wäre, man sieht, das ist zweiteilig. Also ganz billige Kunstleder, die sind dann auch nur einteilig. Dann hat man nur das Kunstleder. Und unten drunter ist dann natürlich das Gleiche. Hier ist es so, dass es auch beim Polstern nachher oder beim Nähen auch einfach anschmiegsamer ist. Und etwas weicher auch ist, als wenn man das einfache Kunstleder nimmt. Ich bin begeistert und freue mich riesig zu sehen, wie Aaron gleich reagiert, wenn er auf seine neuen Hundebetten kommt. Ja, ich sag mal, dieses Kunstleder wird dann nachher einen Reißverschluss bekommen, um es nachher auch mal abzumachen. Was man noch zusätzlich machen kann, man kann dann auf das fertig genähtes Bett, sag ich mal, auch noch eine Art einen Stoff aufnähen. Also im Sommer ist es vielleicht ganz gut, aber im Winter ist es vielleicht ein bisschen zu kühl, würde ich so behaupten. Könnte vielleicht sein. Wobei der Hund entscheidet. Das kommt wahrscheinlich auch wieder auf den Hund an. Wenn ich jetzt an unseren Aaron denke mit seinem extrem langen, warmen Fell,
der wird wahrscheinlich froh sein, dass es nicht noch wärmer wird. Aber dann gibt es natürlich auch Hunderassen, die kein Unterfell haben und schnell frieren. Ich denke da zum Beispiel an Windhunde. Und da, denke ich, ist es dann tatsächlich klasse, wenn ich noch gerade im Winter etwas oben drüber machen kann. Ja. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und vor allem, dass es einfach alles möglich ist. Das ist alles möglich. Ja. So, Herr Schlichter, jetzt stehen wir hier vor ganz vielen Materialien. Ich möchte gern erst noch mal ganz kurz auf die Matratze selbst zu sprechen kommen. Sie liegt ja jetzt genau so rum vor uns. Warum ist das so? Warum muss grau unten sein und blau oben? Was ist da jetzt genau der Unterschied? Ja, das Blaue ist dieses Gel, das ist dieses Druckentlastende. Das soll immer oben bleiben. Mhm. Dafür machen wir das ja, damit der Hund auch druckentlastend liegen kann. Ja. Das Graue ist unten. In dem Fall ist es jetzt schwierig zu erkennen, weil es 4 plus 4 sind. Sind es ja 8 cm hoch. Aber ansonsten, wenn man jetzt eine höhere Matratze nimmt, wenn man sagt, unten sind es 6 oder 8, die obere Fläche bleibt immer 4. Mhm. Ne, also wir nehmen den nicht höher, nicht weniger. Wenn wir zu hoch nehmen, dann vielleicht schwere Hunde versinken zu tief, können vielleicht umknicken. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir die Oberfläche mit 4 cm belassen. Und unten drunter ist dann frei wählbar, je nach Gewicht des Hundes. Ah, klasse. Also das ist für meiste Hunde optimal. Mhm. Wie gesagt, wenn man jetzt einen schwereren Hund hätte, dann müsste man unten noch mal ein bisschen höher nehmen. Mhm. 6, 8 cm oder so, das würde gehen. Ah, das klingt gut. Jetzt haben wir hier auch gesehen, wir haben ja für unseren Hund hier gerade zwei Matratzen liegen. Bei der zweiten Matratze sieht man jetzt ganz klar, hier habe ich jetzt ein Sondermaß. Das andere war ja einfach nur rechteckig, aber hier sieht man jetzt, dass man einfach, egal wie man es haben möchte, ob ich jetzt ein Oval haben möchte für zu Hause oder sogar ein rundes Bett oder eben auch für Wohnmobil und Boot, je nachdem, wo eben der Hund auf Reisen schlafen soll. Es gibt keine Grenzen, man muss nur zu Hause dann ausmessen. Genau. Und muss eben sagen, eine Skizze bei Ihnen vorbeischicken, denke ich mal. Genau, entweder per Fax oder per E-Mail. Am besten, wenn man es so haben will wie hier, dann malt man sich die Skizze auf, bemaßt das Ganze und schreibt einfach oben drauf, dass das oben ist. Mhm. Damit wir wissen, wie wir das machen. Weil wenn Sie es so vorgestellt haben und nachher der Eckabschnitt da ist und das Gel aber hier oben ist, dann passt das ja wieder nicht. Dann passt das nicht in Ihrem Fall. In diesem Fall müsste man dann immer aufs Blatt Papier dann immer schreiben, dass es oben ist. Dass es die Oberfläche ist. Mhm. Und damit das auch vernünftig dann auch geschnitten und beklebt wird. Und auch gleich noch das Gewicht vom Hund mit angeben, damit Sie hier genau wissen, wie hoch denn der untere Schaumstoffteil werden muss. Entweder können wir das entscheiden oder am besten ist, wenn der Kunde das selbst entscheidet, wenn er sagt, Mensch, das ist mir auch so ein bisschen zu wenig am Material her, ich möchte das ein bisschen höher haben, dass man sagt, dass man unten 6 und oben 4 nimmt, das kann der Kunde auch mit angeben. Mhm. Also man kann es per Mail bestellen, per Fax oder auch erstmal am Telefon, sag ich mal, eine Beratung bekommen, das würde natürlich auch gehen. Klasse. So, jetzt haben wir hier eine Menge Materialien. Wenn Sie mir die bitte netterweise auch noch vorstellen. Einmal hatten wir ja das Kunstleder. Und sonst könnte man auch einen schönen weichen Stoff nehmen. Wenn einer sagt, nee, mit Kunstleder, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur einen Stoff haben. Der wird ja auch einen vierseitigen Reißverschluss haben. Auch der ist abnehmbar. Den können Sie auch absaugen. Bei dem Material ist es so, es hat sogar einen Vorteil. Aber ich würde auch mal sagen, vielleicht auch mal einen kleinen Nachteil, weil das so ein, wie so ein, ich sag mal, gewebter Sackstoff ist. Die Haare bleiben hier extrem fest. Es ist dann schwierig mit dem Absaugen, aber wenn man jetzt Hunde hat, die nicht haaren, also so ein Balonka oder ein Pudel oder so, dann wäre der Stoff ideal dafür. Ein großer Vorteil ist, dass er quasi wasserundurchlässig ist, im ersten Moment aber nur. Ah, es perlt ab. Es perlt ab, genau. Im ersten Moment ist er wasserundurchlässig, das kann so bis zu 10 Minuten bleiben. Und dann könnte man das einfach mit dem Krepp, mit dem wieder abtupfen. Genau, also abtupfen. Auch da wieder für Hunde, die ein bisschen was unter sich machen, wenn sie sich freuen beispielsweise. Genau. Genauso wie beim Kunstleder auch. Genau, das ist ein großer Vorteil bei diesem Stoff. So, wir kommen nochmal zurück zu meinem von mir ausgesuchten Kunstleder. Ich habe mich aufgrund dessen fürs Kunstleder entschieden, weil ich den Bezug unheimlich gut einfach nur mit einem Tuch abwischen kann und weil er eben auch wasserundurchlässig ist. Genau. Und ich somit immer ganz schnell wieder ein sauberes Hundebett habe. Wie ihr ja alle wisst, sind wir ja dauerhaft auf Reisen. Also mal gerade eben etwas in die Waschmaschine tun, fällt bei uns aus. Und somit ist das für uns die absolut perfekte Oberfläche. Thank you.
La voilà, das erste fertige Hundebett halte ich jetzt hier stolz in Händen. Aaron wird sich sicherlich gleich riesig freuen. So, wir haben vorhin darüber gesprochen, was oben und was unten ist. Ich kann das jetzt absolut nicht verwechseln. Ich kann das Bett nicht falsch hinlegen, weil die Unterseite beherbergt den Reißverschluss. Das heißt, ich weiß immer, dass sich jetzt hier oben die Gelschicht für meinen Hund befindet. Wenn ihr dieses Siegel auf eurem Hundebett seht, wisst ihr, dass es eine Qualität handgefertigte Matratze aus dem Hause Dami ist.